Himmel über Baden. Informationen und Reportagen aus der evangelischen Kirche. Gegentor für Hoffenheim in der letzten Minute beim Confi Cup in Laa. Dabei hatten die Konfirmanden bis zuletzt vorne gelegen. Viel hatten sie sich vorgenommen. Wie die Profis von der TSG 1899 Hoffenheim kamen sie mit dem Reisebus in der Frühe nach Laa. 21 Jungen und Mädchen aus der Konfirmandengruppe. Zum 7. badischen Fußballturnier namens Confi Cup. Mit dabei ihre Pfarrerin und einige Eltern, um das Team anzufeuern. Auch ohne Extratraining gut vorbereitet und zuversichtlich. Ja, ich denke, wir haben ganz gute Chancen. Wir waren ja letztes Mal schon beim Confi Cup, da haben wir halt schon ein bisschen gespielt miteinander, aber jetzt haben wir kein Extratraining mehr gemacht, aber spielen ja alle Fußball, deshalb denke ich, geht es. Ja, auf die meisten freue ich mich, auf die Sieger. 20 Konfirmandenteams aus ganz Baden hatten sich im Vorrundenturnier für den Endkampf qualifiziert. Nach dem Aufwärmen geht es los. Herzlich willkommen hier in Laa zum badischen Endturnier des Confi Cup Turniers 2017. Gespielt wird in 4 Gruppen zu 5 Mannschaften. Das Besondere am Confi Cup, jedes Team ist gemischt. Mindestens 2 Mädchen müssen in jeder Confi-Mannschaft dabei sein. Die Idee dahinter ist, dass Konfis so Erlebnisse brauchen der Gemeinschaft, des Wettbewerbs, des Zusammenseins, dass sie merken, es gibt nicht nur die 3 Konfirmanden in meiner eigenen Gemeinde oder die 30, sondern auch die 11.000 in Baden. Gewinnen und Verlieren liegen auch beim Confi Cup eng beieinander. Doch die Gemeinschaft erträgt auch das. Eigentlich war es recht schwer, weil wir mussten immer gucken, dass wir den Ball vorne halten. Haben es relativ gut hingekriegt, aber halt das Problem war die Ecke. Zwischen den Spielen ist im Hallensportzentrum für kreative Abwechslung gesorgt. Da können die Konfis ihr eigenes, buntes und wohlriechendes Badesalz herstellen. Sie können Fotos von ihrem Team machen und diese anschließend auf das Confi Cup T-Shirt aufbügeln. Doch warum zeigt sich die Kirche heute von ihrer sportlichen Seite? Und was trägt die Kirche für den Sport aus? Dem Sport tut es gut, auch etwas moralischer Gesichtspunkt im Blick zu haben. Solche Werte wie Fairness, Zusammenhalt und in der Kirche tut der Sport auch gut. Es ist gut, wenn Menschen sich bewegen und das führt zusammen und ich denke, den Leib auch als Geschenk Gottes erleben, da kann der Sport gute Beiträge leisten. Nach fast 50 Spielen steht der Sieger fest. Die Konfi-Gruppe aus Heidelheim und Helmsheim darf den Konfi-Cup-Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Vizemeister im badischen Finale wurden die Konfirmanden aus Hoffenheim, die nach anfänglicher Enttäuschung am Ende immerhin einen 2. Platz erreichen konnten. Ich bin so frei, Gott in vielen verschiedenen Welten zu begegnen, auch in den digitalen Medien. Ich würde sagen, ich bin ein Digital Native. In meinem Berufsleben habe ich viel mit digitalen Medien zu tun und auch in meiner Freizeit als leidenschaftliche Gamerin bewege ich mich durch vor allen Dingen digitale Kontexte. Und in allen diesen Kontexten kann ich Gott begegnen. Ich fühle mich frei von vielen gesellschaftlichen Zwängen, die wir heute zum Glück nicht mehr unbedingt bedienen müssen. Ich bin als Frau frei, so zu leben, mich so zu kleiden und so aufzutreten, wie ich es möchte und richtig finde und muss niemandem darüber Rechenschaft ablegen. Als Kulturwissenschaftlerin bin ich der Empirie verpflichtet, das heißt der Nachprüfbarkeit dessen, was ich erforsche und was ich erfrage. Das macht natürlich von meinen eigenen Glaubensüberzeugungen nicht unbedingt Halt. Aber ich bin so frei zu fragen, zu zweifeln und auch zu widersprechen. Die Kraft für meine Freiheit nehme ich, glaube ich, sehr, sehr stark letztlich aus meinem christlichen Glauben und einer großen Dankbarkeit
dafür, dass ich die Möglichkeiten habe, die ich eben habe. Die Möglichkeit, in einem freien Land zu leben und eben die Freiheit wirklich auch ausleben zu dürfen. Die ist nicht nur in meinem Kopf, die darf auch in meinem Handeln sein. Die bundesweite Fastenaktion der EKD hat in diesem Jahr das Motto »Mach mal Pause, 7 Wochen ohne, sofort«. 7 Wochen lang bis Ostern verzichten Millionen Menschen in Deutschland nicht nur auf Nüsse, Schokolade, Nikotin oder das Glas Wein am Abend, sondern in diesem Jahr auch auf jede Menge Hetze im Alltag. Die Badische Landeskirche ruft außerdem in diesem Zusammenhang zum Klimafasten auf. Im Internet kann man sich über stromsparende Thermostate, Pendlerportale und Carsharing informieren. Die Fastenaktion ist auch unter dem Titel 7 Wochen ohne in Facebook zu finden. Luther, einer von uns. Anlässlich des 500. Reformationsjubiläums schlüpften im Rahmen eines von der Evangelischen Kirche Karlsruhe gestarteten Kunstprojekts regionale Persönlichkeiten wie der Gründer des Karlsruher Cyberforums, Dr. Friedrich Georg Höpfner, in die Rolle Martin Luthers. Im kurzzeitig zum Luther-Atelier umfunktionierten Papierhaus Fischer saß der Unternehmer zum Start der Aktion, dem Berliner Künstler Harald Birk, Modell. Ganz im Stil klassischer Büsten fertigt dieser bis zur Ausstellung seiner Werke am 5. März in der Karlsruher Lutherkirche insgesamt 22 Nachbildungen seiner Modelle in Ton. Von der Eröffnung bis zum Reformationstag am 31. Oktober sollen die Büsten gelebte theologische Impulse des Reformators vermitteln. Höpfner repräsentiere dabei beispielsweise mit seiner Start-up-Förderung im Cyberforum die noch heute strahlende innovative Kraft der Reformation. So Stadtkirchenpfarrer und Leiter des Projekts Dirk Keller. Im Gedenkjahr an die Reformation vor 500 Jahren richtet sich der Blick der Kirchen auch auf die ökumenischen Beziehungen. 500 Jahre Reformation, also vor 500 Jahren hat Luther versucht, die Kirche neu zu reformieren, neu zu bewegen, um sie stärker wieder an das heranzuführen, was Christus, was Christentum wichtig war. Und dieses, glaube ich, nutzen wir heute einfach als Anstoß, wieder darüber nachzudenken. Was macht Kirche aus? Wo, in welche Richtung wollen wir uns bewegen? Wie kommen wir gemeinsam auf den Weg, dazu in der Welt deutlich zu machen, was Christentum heute bedeutet? Was Glauben bedeutet, dass Glauben mutig macht, dass er uns frei macht, dass er uns gelassen macht. Der Name der Bahnhofsmission in Karlsruhe wird offenbar für Spendenbetrug benutzt. Das hat der kirchliche Hilfsdienst für Menschen an Bahnhöfen mitgeteilt. Demnach werden in Baden-Württemberg vermehrt Reisende vor den Bahnhöfen und in den Städten angesprochen und sollen angeblich für die sogenannte Suppenküche der Bahnhofsmission Geld spenden. Die Polizei bittet Bürger, bei einem solchen Spendenbetrug Anzeige zu erstatten. Die Bahnhofsmission weist in diesem Zusammenhang auf ihre Logokleidung der blauen Jacken mit Kreuz auf dem Rücken hin. Seit 2 Jahren gibt es bei uns in der Kleinstadt einmal im Jahr samstags den Reparaturtag. Da stellen sich die örtlichen Handwerker in der Stadthalle zur Verfügung und man kann zu ihnen bringen, um reparieren zu lassen, was sonst oft weggeworfen wird. Wenn die Reparatur glückt, legt man eine angemessene Spende in den Kasten und das ganze Geld geht an ein soziales Projekt. So hat das Ganze auch einen sozialen Touch. Aber klar, dass die Handwerker dabei auch Werbung machen in eigener Sache. Trotzdem, eine tolle Idee. Nicht einfach wegwerfen, sondern heile machen, was noch zu retten ist. Und zusehen können, wie es gemacht wird. Und sich dabei kennen und schätzen lernen. Das alte Radio, eine Uhr, eine Puppe wieder zum Leben erwecken. Nutzlos Gewordenes wieder brauchbar machen. Ich finde, es wäre super, wenn diese Idee große Kreise ziehen würde und auch auf andere Lebensbereiche übertragen werden könnte. Wie wäre es mit einem Gartentag, an dem die ausgefuchsten Gartenfreaks die grünen Neueinsteiger beraten, wie man sterbende Pflanzen retten kann? Wie wäre es, wenn beim Basar für Kinder und Spielsachen auch Tipps und Erfahrungen beim Heilen oder Erziehen der Kinder ausgetauscht werden würden? Gibt's das alles schon bei Ihnen? Umso besser, denn genau das ist es, was wir brauchen, damit das Leben fluppt. Einander helfen, beraten, vertrauen, einander kennen
und schätzen.